Liebe Freund, 32 Jahre nach der Befreiung besuchen dich Europa, Israel, Nord- und Südamerika, noch folgen dich alle bis jetzt erschienene Ghetto- und Volkslieder, habe ich nicht gehört die Lieder von jener Epoche, welche ihr Veteran in dem Longplay. Ich fühle wie ein Schliches, herauszubringen es vor der Öffentlichkeit und soll es dienen für die kommende Deures zum Lernen von der Vergangenheit, als trotz aller Verfolgungen, Peinigungen, der Niederrückungen ist doch unser Geist von Schaffen nicht gebrochen geworden. Und seien die lebendiger Eides von Umkum und Aufkum von unser Volk und Medine, gebe ich es an Namen, das Gesang von unser Dorf. Queridos amigos, 32 años después de la liberación, visitando numerosos países europeos, Sud- y Nordamérica e Israel, observando constantemente las creaciones musicales de la época de gueto, no he oído estas canciones que podrán escuchar en el presente long play. Considero entonces como el cumplimiento de una misión hacer llegar al público de hoy y las generaciones venideras que a pesar de todas persecuciones, denigraciones y torturas, nuestro espíritu judía y humanista no fue quebrada. Siendo testigo viviente del Holocausto y también de resurrección judía personificada en Estado de Israel, titulo esta serie de canciones El cantar de nuestra generación.